Frage: Wie wird das Bild von einer DJI Phantom 2 Vision oder Vision Plus auf das iPad übertragen? Die Bildübertragung geht von dem Copter auf den WLAN-Repeater und vom WLAN-Repeater dann auf den Device, iPad, Smartphone oder ähnliches. Das heißt, die Fernbedienung spielt dabei keine Rolle. Wenn ich die jetzt einmal hier ausschalte, dann werdet ihr sehen, das Bild bleibt nach wie vor erhalten. Die Fernbedienung hat also mit der Bildübertragung selbst nichts zu tun, sondern lediglich der Repeater hier auf der Rückseite und die Vision, das ist das Einzige, was dafür verantwortlich ist.